Heyo und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Wir sind bei der Mission der Gebirgstempel. Was wir tun müssen, Tempel zerstören, neuen Tempel hinbauen. Fangen wir gleich mal an mit Dorfbewohner bauen. Ja, wir müssen zusehen, dass wir am Anfang von dieser Insel runterkommen. Deswegen bauen wir uns mal so ein bisschen ein. Sammeln Holz und Nahrung ohne Ende, so viel es geht, und verschwinden dann, weil in diese Richtung dahinter erwartet uns ein Gegner. Und ich will nicht am Anfang auf die Fresse bekommen, ziemlich ungesund. Deswegen werden wir von hier verschwinden. So. Warum habt ihr jetzt beide getötet? Wurscht. Hätte ich eh tun müssen, von dem her. So, mehr Nahrung sammeln. Ja, ich baue gleich noch mein drittes Haus dahin, dass es gebaut ist. Und dass ich hier ein bisschen geschützter bin, weil die Gegner dann hier erstmal außen rumlaufen müssen. Und mein Turm dann genügend Zeit hat, diese Gegner zu beschießen. So, hier geht da sammeln. Hier geht auch da sammeln. Das ist auch nicht mehr viel Nahrung drauf. Zwei Bauern baue ich noch, dann habe ich 12 Stück. Sollte in etwa hinhauen. So, du sammelst da noch. Und der nächste. Lass ich schon mal Holz machen. Beziehungsweise ich lasse die mal da Holz machen. Ich brauche da nämlich noch ein bisschen Holz, um meinen Hafen und so weiter zu bauen. Die Nahrung rennt uns ja nicht fort. Außer bei den Gazellen. So. Du gehst noch Bären sammeln. Und ihr geht noch Holz machen. Mit den zwei baue ich jetzt mal einen Hafen. Hierhin. Ja. Hafen bauen. Dann baue ich noch eine Lagergrube hin. Direkt im Anschluss. Die Lagergrube baue ich hierhin. Einfach aus dem simplen Grund, dass der Gegner hier erstmal mit Transportschiffen ankommt und hier seine Truppen ablädt. Die stehen direkt bei mir in der Basis, wenn die Lagergrube im Weg ist. Habe ich festgestellt, tut er das nicht mehr so gerne. Und wir schreiten gleich ins nächste Zeitalter voran und hacken hier noch ein bisschen Holz weg. Die fangen da unten schon mal an. Und dann muss ich jetzt erstmal abwarten, bis wir ins nächste Zeitalter vorangeschritten sind. Angriffe von den Gegnern haben wir eigentlich noch nichts zu befürchten. Ich habe festgestellt, in dieser Mission greifen die erst an, wenn wir hier rauslaufen. Deswegen laufe ich nicht da raus. Baue mich ein bisschen auf. Und guck dann zu, wie sie versuchen, mir auf die Fresse zu hauen. So, 60% haben wir schon. Die schicke ich mal weg, weil die stehen hier im Weg. Hier ist ein bisschen eng. Und die blockieren sich nur gegenseitig und dann kriege ich überhaupt kein Holz. Ja, wir haben jetzt 410 Holz. Sollte erstmal reichen, um von dieser Insel zu verschwinden. Deswegen bauen wir gleich ein Transportschiff. Suchen uns hier unsere 5 Leute schon mal, mit denen wir dieses Transportschiff bemannen können. Und fliehen dann hier hoch in diese Richtung. So, bauen uns dann auf dieser Insel da drüben auf und gucken mal, wie es weitergeht, ne? So, alle rein da. Nein, nur ein Schiff erstmal. Aber ich muss ja hier noch eine Lagergrube bauen.
zwei Stück sammeln die ein, die anderen zwei sammeln die ein. Du gehst da schon mal Holz hacken. So, bauen wir gleich noch ein zweites Kriegsschiff und bringen die auch rüber auf die andere Insel. Die, die hier sind noch, die drei bauen, die lasse ich dann noch ein bisschen Holz machen. Kann nicht schaden. So. Da ist noch eine Kröte, die ich erstmal loshaben will. Da müsste noch irgendwo eine sein. Die locke ich ein bisschen näher hierher. Perfekt. Zwei Kriegsschiffe. Noch mehr Dorfbewohner. Bauen die einfach mal. Und die gehen Holz hacken. Mit dem Kollegen hier baue ich hier noch ein paar Häuser hin. Sonst sind wir gleich, um genau zu sein, jetzt am Ende unserer Häuserplätze. Ich frage mich sowieso, wofür die Häuser brauchen, wenn ich den ganzen Tag arbeiten müsste oder würde. Bräuchte ich kein Haus. Naja. So, mit dem baue ich dann. Ja. Ja, ich baue eine Kaserne. Baue ich mal hier hin. Damit wir dann noch einen Stall bauen können und eine Bogenschussanlage. Um dann nochmal in die nächste Zeit voranschreiten zu können. Dafür brauchen wir 800 Nahrung. Aber ich gehe jetzt mal hier schon ins Landesinnere. Und baue hier noch eine Lagergrube hin. Um mir dann das Gold schnappen zu können. Und sammle mir hier schon mal ein paar Leute zusammen, um die Gazellen dann zu jagen. Damit noch ein bisschen mehr Nahrung reinkommt. So, nochmal zwei. Nahrung ist im Moment wichtiger als Holz. Da, ihr macht mal Liederblatt. So. Hier baue ich meine Bogenschussanlage noch hin. Und das nächste Schiff wird auch in Auftrag gegeben. Dorfbewohner baue ich noch nach. Dann müssen wir mal zusehen, dass wir hier irgendwo einen Kornspeicher hinbauen, bis wenn das hier weggeholzt ist. Damit wir ein bisschen jetzt habe ich den Faden verloren, sorry. So, erstmal ein bisschen von der Insel weg. Gegner greifen uns an jetzt. Meine Abwehr funktioniert ganz gut. Die hauen schön auf das Häuschen ein. Und da ist ein gegnerisches Transportschiff. Es wird es normalerweise hier hinfahren. Und die Einheiten abwerfen. Da wir das aber zugebaut haben, funktioniert es nicht ganz so gut, wie die sich das so wünschen. Greift lieber das Kriegsschiff an. Das nehme ich mal zurück zum Reparieren. Das kommt auch zum Reparieren. Und ja, erstmal die... Oh, auf meine Typen kaputt zu hauen. So, die lade ich noch hier drüben ab. Die gehen Holz hacken. Die haben nichts mehr zu tun oder was? Das sind doch noch welche. Hier die auch noch. Na gut, dann sammelst du schon mal Gold ein. Du sammelst auch schon mal Gold ein. Und du gehst da auch weg und sammelst auch schon mal Gold ein. Dann können wir nämlich... das Schiff muss noch repariert werden. Bogenschussanlage, was brauchen wir noch? Ach genau, den Stall baue ich noch. Ja, jetzt kommt er hier runter, ins Feuer meiner Schiffe, dieser Idiot.
Genau wie der da. Dieser Blödmann. So. Dann können wir ins nächste Zeitalter, sofern wir über genügend Nahrung verfügen würden. Tun wir aber nicht. Deswegen nehme ich jetzt mal die beiden Bauern hier. Bau hier einen Kornspeicher hin. Hier. Bau dann noch einen Marktplatz und dann können wir Bauernhöfe bauen, um unsere Nahrung zu vermehren. Bis wir 800 Nahrung brauchen wir insgesamt. Sollte eigentlich machbar sein. Bisschen Wald noch wegholzen. Das Ding baue ich mal hier hin. Und dann, ja, ist erstmal abwarten. Hört auf, euch gegenseitig zu blockieren, bitte. Sind jetzt beide da hinten drauf gegangen, oder was? Oh Gott. Weg da. Oh Mann. Erstmal reparieren hier. Oh Gott. Du kommst zurück zum Reparieren. Na, ein Schiff verloren. Kann man nichts machen. Bauen wir einfach ein neues nach. Und reparieren unsere alten. Jetzt können wir anfangen, Bauernhöfe zu bauen. Alles vollpflastern damit. So. Irgendwo werde ich schon wieder angegriffen. Ah, ja, da hat er jetzt ausgeladen hier. Habe ich nicht aufgepasst. Aber macht ja nichts. Haben wir genug. Das Haus da vorne gehe ich auch mal reparieren, beziehungsweise den Turm. Sind einigermaßen gute Abwehr haben. Ein Dorfbewohner baue ich hier noch nach. So, mit dir zurück. Ja, vor den Gelben brauchen wir eigentlich nicht so viel Angst zu haben. Und was sie tun, ist unsere Bauern hauen. Aber damit können wir leben. Du sollst da noch Bauern. So. Als nächstes sparen wir unsere Nahrung. Ich baue noch ein Schiff gleich. Den Turm wollte ich reparieren, genau. Das Gold haben wir auch bald alles abgesammelt. Ah ja, gut, da kommen wieder ein paar Gelbe an. Aber die können uns mal, wie ihr seht, mit den Türmen können uns ganz gut hier halten. Ich brauche mehr Nahrung. Dann bauen wir noch ein paar Bauernhöfe. So, Fernkampfreichweite erhöhen und Holzabbauproduktionsrate, wie auch immer man es nennen mag, ist auch nie verkehrt. Primär um hier mal das ganze Zeug wegzuholzen. So. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur drauf warten, dass wir in die nächste Zeit dürfen. Das Haus reparieren wir auch mal wieder. Nur 200 Nahrung fehlt uns noch. Die könnten wir relativ schnell zusammenkriegen. So, da könnt ihr noch ein bisschen reparieren, wenn ihr wollt. So. Ja, 100 Nahrung fehlt uns noch. Dann können wir in das nächste Zeitalter. Dann baue ich ein bisschen Reiterei. Und geh mal ein bisschen in den gelben Nerven.
Wenn der uns nerven kann, können wir ihn auch nerven. Erstmal auf den, der da angreift. So. Der geht auch gleich drauf. Die Nahrung haben wir jetzt auch zusammen. Ich gehe mal mit dem Schiffchen ein bisschen vor, gucken, was der Gegner da so treibt. Mal ein bisschen Gegner töten. Was wir töten können, töten wir auch. Oder versenken wir. Ah, jetzt kommt da ein Schiff. Ich frag mich, wie der sich immer da oben rumschleicht. So, das Schiff geht dann zum Reparieren. 60% haben wir schon von der nächsten, vom nächsten Zeitalter. Wenn das erreicht ist, nerven wir echt mal den Gelben ein bisschen. Hier geht Holz machen. So. So läuft das Ganze doch. Gleich haben wir 100%. Bauen wir 3 Kavalleristen. Und vor allem bauen wir einen Tempel. Bauen wir dann einen Priester raus. Und können wunderschön erstmal unsere Schiffe noch upgraden. Auch ganz wichtig. Platz in den Häusern könnten wir vielleicht auch noch gebrauchen. Baue ich hier noch Häuser hin. So, Priester. So, Häuser für Nachschub gesorgt. Was wir noch bauen können, ist eine Waffenschmiede. Aber da haben wir gerade nicht genug Platz hier. Deswegen kämpfen wir uns erstmal den Weg nach draußen hier frei. Um den Gelben ein bisschen abzuhalten. Und geht mal aus dem Weg hier. So, 3 Reiter sollten erstmal reichen. Blockt euch gegenseitig da oder was? So, ihr könnt mal wieder den Turm reparieren gehen. Wir machen uns jetzt auf die Jagd. Bauernhöfe immer schön nachbauen. Unsere Kavallerie sollte eigentlich keine Probleme mit diesen Leuten hier haben. Die schicken wir mal hier hin, falls der Braune ankommen will. Und sorgen erstmal dafür, dass die Bauern des gelben Spielers draufgehen. Und vor allem, dass er nicht auf die Idee kommt, unser Gold hier, das wir brauchen, abzubauen. So, jetzt nehme ich mir. Halt, die brauche ich zum Farmen bauen wieder. Ich nehme jetzt hier 5 Leute. Und schicke die mit dem Transportschiff wieder rüber. So, nächster Bauernhof weg. Können wir noch einen bauen hier. Die kommen wieder hier rüber. Da könnte man ein bisschen die Gebäude kaputt machen. Dann schicke ich die mal hier rüber. Bau da eine Lagergrube hin. Wenn hier ein bisschen Platz ist von den Gebäuden vom Gelben. Und schnapp mir das Gold, das werde ich nämlich brauchen. Weil was ich zuerst noch baue, ist die Waffenschmiede. Dann können wir dann nämlich schon mal direkt ins nächste Zeitalter, falls unsere Ressourcen zulassen. Was braucht man dafür? 800 Gold, haben wir noch nicht ganz, 1000 Nahrung. Kommt noch zusammen. So, hier. Dann als nächstes
Gehe ich mal gucken, was der Braune so macht. Dass wir hier vielleicht ein paar Transportschiffe abfangen, wie dieses. Und vielleicht ein paar Bogenschützen von ihm töten. So, das schicken wir zurück zum Reparieren. Da kralle ich mir mal den einen. Bauernhöfe nachbauen, nicht vergessen. So. Du reparierst da mal. Und dann gehen wir oftmals auf seine Schiffchen los. Weg von dem gegnerischen Turm da. So. Die Seeschlacht sollten wir eigentlich gewinnen. Das kann wieder mit vor. Und die nerven wir hier ein bisschen rum. So, reparieren bitte. Und kümmern wir uns mal um die Bauern des braunen Gegners. Was wir noch bauen müssten. Na gut, nehme ich mir mal die drei hier. Und zwar bauen wir ein paar Bogenschießanlagen. Ihr dürft da mal weiter angreifen. Und ins nächste Zeitalter gehen wir. So, der darf wieder mit vor. Du gehst zurück. Lass dich mal reparieren da. Perfekt. Gerade noch abgefangen, aber war noch rechtzeitig. So, jetzt können wir den Turm da unten noch zerstören. Vielleicht noch ein paar Bauern abluchsen. Das Schiff lasse ich mal hier stehen, dass ich sehe, wenn der Gegner ankommen will mit irgendwelchen Transportschiffen. Ja, das schicke ich mal zurück zum Reparieren. Was macht unser Fortschritt? Ja, 80% ist so. Schon mal anfangen. Nix da. Reparieren. So, ich mach mal den seinen Hafen kaputt, glaube ich. Oder auch nicht. Ah, seine Bogenschützen hier. Die kann ich auf jeden Fall abluchsen. So, Bauernhof nachbauen. So, da unten sind noch ein paar Türme. Nächstes Zeitalter haben wir erreicht. Und jetzt bauen wir Britten Bogenschützen. Rüsten unser Transportschiff aus. Und das lassen wir immer wieder reparieren. Ich habe gerade eben schon wieder ein Schiff verloren. Aus Blödheit. So. Repariert mal da. So, wieder reparieren gehen. Das auch mit hinter. Und dann dürft ihr da ein bisschen Holz hacken. Katapult bauen wir noch. Das Transportschiff wollte ich eigentlich da haben. Und unsere Schiffe rüsten wir auch wieder auf. So, immer schön Bauernhöfe nachbauen. Die Nahrungsversorgung zu sichern. Und dann gehen wir damit mal in das Transportschiff rein. Gehen mit denen wieder hier vor.
Ihr beide baut mir ein Regierungsgebäude. So. Jetzt kann uns der Gegner hier eigentlich mal ziemlich... Das kommt noch wieder mit vor. Und... Die nehme ich noch freilich mit und erforsche hier mal das Upgrade. Dass meine Bogenschützen mehr Schaden machen. Und jetzt gehe ich mal hier rüber auf die Insel und vernichte erstmal den Braun, bevor wir uns auf den Roten konzentrieren. So. Erstmal die Streitmacht hier kaputt hauen. Ist ja nicht viel. Eigentlich keine Chance gegen uns. So, das war's dann so ziemlich mit dem. Oh, Dorfbewohner alle tot. Da ist noch ein Bogenschütze von ihm. Perfekt. So, was ich jetzt mache, ist schon mal den Roten hier ein bisschen zurückdrängen. Und mit denen mache ich den Turm da oben mal kaputt. Mein Transportschiff darf gerne mein Katapult holen. Und die Bauern hier noch mit, dass wir unser Gold mit rübernehmen können. Oh, bleib doch da. Nicht so nah. So, ihr kommt mit rüber. Ja, meine Bauernhöfe muss ich mal wieder erneuern. Ihr zwei geht da mal das Vieh noch jagen. Du baust dir einen neuen Bauernhof dahin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben keinen Reiter verloren. Umso besser. So. Ja. Mit den Schiffchen kümmere ich mich erstmal um den Roten komplett. Rest machen unsere Reiter hier und das Katapult. Ist noch einiges an Gold da, mit dem wir lustige Dinge anstellen können noch. So. Dann baue ich noch mehr von denen, wenn ich es mir leisten könnte. Halt keine Akademie, ein Haus. So, das Katapult fährt mal weiter da hoch, weil da dürften noch Türme stehen, die wir noch weghaben wollen. Perfekt. Du baust hier deine eigene Farm. Ihr baut auch noch eine Farm. Und ihr Holz, beiden Holz ist da noch weg. So, Fernkampfreichweite upgraden. Und Katapultreichweite upgraden. Perfekt. So, jetzt schicke ich erstmal meine Reiter wieder zurück. Hierhin und hol meinen Priester vor, damit der den mal ein bisschen hochhält wieder. Und als nächstes baue ich noch ein weiteres Transportschiff. Haben ein Schiff verloren, also steht da vorne noch rum. Gut,
Nächster Turm, der dran glauben muss. So, da noch eins sammeln. So, und du hielst es mal schön. Die Leute wieder hoch. Ansonsten kann ich mein Katapult mal wieder rüberholen. Beziehungsweise stelle es hier auf die Insel. Und du holst damit. Perfekt. Der ist voll, der ist nicht voll. Der ist voll, der ist nicht voll. Der ist voll. Der muss noch geheilt werden. Der muss geheilt werden. Der nicht, der nicht. Der auch nicht mehr. Der nicht, der nicht. Der auch nicht. So, dann dürfen gleich alle wieder voll sein. Süßer Bogenschütze. Muss man ihm lassen. Mehr Häuser bauen schon wieder. Na gut, dann baue ich halt noch ein paar Häuser. Ja, wobei, so viele Häuser brauche ich nicht mehr bauen, weil ich dann am Bevölkerungslimit bin. So. Das Transportschiff sollte hier hinfahren. Und das Transportschiff lädt schon mal die erste Ladung berittene Bogenschützen ein. So, brauchen wir noch irgendwas schneller? Nein. Eigentlich nicht. Alle rein da. So, die ersten 10 Reiter warten schon mal hier. Die zweiten 10 Reiter, wenn denn 10 zusammenkommen sollten noch. Ja, könnt grob hinkommen. Da steht noch einer. Hier haben wir noch 3 Kavalleristen, die wir noch hochheilen können. So. Noch ein bisschen die rote Küste belagern. Katapult kann da rüber schießen, sehr gut. Passt. Das kommt noch mit davor. Das brauchen wir da hinten nicht mehr. Wenn das Gold weg ist, sammelt ihr halt eben Holz. Nahrung haben wir jetzt ein bisschen was. Deswegen, ich will nicht jetzt das ganze Holz ausgeben für Nahrung. Das kann es sein, dass wir noch ein bisschen Holz brauchen. Haben wir kein Holz und nur Nahrung. So, mein zweites Transportschiff. Rein da. Ah, hab sogar 22 Reiter dann. Kann ich das hier hinfahren und von da nochmal drauf schießen? Ah, da ist noch ein Fischerbötchen von Braun. Jetzt nicht mehr. Gut, den Turm können wir angreifen. Perfekt. Gut, dann stellen wir die hier mal hin. Weil hier ist eine enge Stelle. Vielleicht können wir da ein paar Gegner hinlocken. Dass unsere Schiffe dann mit drauf schießen können. So. Perfekt. Alle mal da entladen. Die zwei kommen dann noch mit rüber. Da reite ich aber erstmal mit einem kleinen Trupp vor. Wobei. Abschießen, was geht. Die ankommen hier, alle runter schießen. Ich meine, viel Schaden können sie eh nicht machen gegen uns. Oh oh, Katapult. Ah, es war jetzt gerade unglücklich, dass ich genau reingeritten bin. So, was wir noch holen, sind die drei und unseren Priester noch.
Wir sind immer noch am Bevölkerungslimit, von dem her. Mal gucken. Ich reite erstmal mit den drei hier vor. Guck, was uns noch so erwarten könnte. Ein paar Gegner, die uns mal nicht wirklich viel Schaden machen können. Die ziehe ich jetzt einfach mal hinterher, um den Turm hier anzugreifen. So, das Katapult kommt auch rüber. Witzig, dass sie außerhalb der Reichweite den Turm angreifen können. So. Die können uns eigentlich nichts tun. So. Den schicken wir zum Heilen, den schicken wir zum Heilen. Unser Priester muss noch rüber. So, mit denen gehen wir schon mal weiter. Wobei, er ist wieder nur mit zwei Stück. Weiß ja nicht, was uns so erwarten wird. Vielleicht noch ein Katapult oder so. Ja, der kann uns kaum was machen. Halt. So, mit denen rücke ich das mal hier vor. Lass die hier stehen, gehe wieder mit drei weiter. Um vielleicht den einen oder anderen Gegner wegzulocken. Die töten wir noch. Also eigentlich ist das Missionsziel ja, an die Stelle, wo ich den Tempel zerstöre, selber einen Tempel hinzubauen. Aber das Missionsziel kann man genauso gut erreichen, indem man einfach die Gegner komplett ausrottet. So. Die kommen auch noch zum Heiler dann da hinten. Nehme ich mir wieder drei Leute, reit wieder vor, schalte das Katapult, was da oben stand, noch aus. Und die Bogenschützen dürften kein Problem sein. Der kommt auch wieder mit zum Heilen. Oh. So, jetzt nehme ich meine Truppe hier wieder. Reit wieder hier hin, weil da standen noch ein paar Gegner. Die nicht mal so wirklich ankommen. Finde ich nicht verkehrt. Wenn der Gegner nicht ankommt, kann er mir schon keinen Schaden machen, ne? Steht da oben noch irgendwas Katapultmäßiges? So, der kommt zurück. Mache ich mit den nächsten vier weiter. Das Katapult dann noch ausschalten. Und der Rest kümmert sich um die Kompositbogenschützen. Dürfte eigentlich auch kein Problem darstellen. Wenn man die Leute, die draufgehen, einfach immer wieder zurückzieht. So. Gut. Nächsten vier Leute. Ich glaube, ein paar Ballisten müssten uns noch erwarten. Wo genau die sind, habe ich keine Ahnung. Irgendwo da müssten sie gleich kommen. Oh, das kommt halt erst noch ein Katapult.
Aber das ist ja auch kein Problem mittlerweile. Da oben den Bogenschützen. So. Keine Balliste, doch da sind die Ballisten. Ballisten ein bisschen anlocken. Klappt ganz gut, wenn man nicht allzu viele Einheiten dabei hat. Einfach immer den Schüssen ausweichen, dann können die einfach nichts tun. So. Jetzt nehme ich mir, der muss noch geheilt werden. Nehme ich die dann mal noch mit. Und perfekt. Mein Katapult wollte ich noch rüberholen. So. Priester bleibt mal hier. Den gehe ich hier hoch mit dem Katapult genauso hinterher. Die bleiben hier stehen, mit denen gehe ich wieder vor. Guck, ob da noch irgendwo Katapulte oder so sind oder eine Balliste. Oder ein paar Bogenschützen. Witzig ist, dass ich mehr Reichweite habe als die. So, Priester ist auch eliminiert. Und da hinten kommt nichts mehr. Gut. Dann kann ich die alle jetzt eigentlich hier hochziehen. Um diesen Turm hier kaputt zu machen. Das Katapult kommt auch hinterher. Und die nehme ich mal ins Visier. Falls da noch ein Priester kommt. Okay. Ein paar Priester stehen noch oben. Dann nehme ich das Katapult jetzt hier. Vielleicht kriege ich die runtergelockt. Scheiß Priester. Naja. So, den Turm da oben noch. Dann kommt da noch ein zweiter. Und da steht doch schon gleich der Tempel. Ja, wie gesagt, einen neuen Tempel müssen wir da eigentlich nicht hinbauen, weil das eigentlich das letzte ist, was der Gegner noch hat. Und wenn wir das kaputt gemacht haben, ja, dann ist die Mission eigentlich zu Ende. Sollte sie zumindest sein. Ansonsten kann ich ja immer noch ein paar Leute rüberschiffen, die mir dann den Tempel da oben hinbauen. So. Jetzt sollte uns eigentlich nichts mehr aufhalten können. Hauen wir den Tempel da noch kaputt. Sollte relativ schnell gehen mit dem Katapult. Und gewonnen. Geht doch. Ah, endlich geschafft diese Mission. So. Das war's dann auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.